Herzlich willkommen zum heutigen Workout. Heute trainieren wir den zweiten Teil des Workouts Stretch It Like It's Hot. Mein Name ist Marco, ich bin heute euer Coach und führe euch durch das Workout. Meine Kollegin Thea links von mir gestaltet dabei immer die normalen bis schweren Übungen und meine Kollegin, die Caro rechts von mir, macht immer die einfacheren Alternativübungen. Da würde ich sagen, starten wir gleich rein mit dem Warm-up und gehen in den Sumo Squat, beziehungsweise gehen wir auch fließend vom Warm-up in den Hauptteil über. Der Sumo Squat kennen teilweise auch andere aus dem Kraftbereich. Wir nutzen das heute als Mobilisationsübung. Dazu stellen wir uns etwas breiter als hüftbreit hin. Das kann auch etwas variieren. Ihr dürft die Zehenspitzen gerade lassen oder gegebenenfalls auch etwas nach außen stellen. Die normale Variante sieht dabei folgendermaßen aus. Wir beugen uns nach unten, die Beine dürfen gerne gebeugt werden, greifen unsere Zehenspitzen, versuchen dann, so weit es geht, nach unten in den Squat zu kommen, den Rücken gerade zu halten, Brust rauszustrecken und gehen dann nochmal langsam mit dem Gesäß nach oben in den Stretch rein und dann wieder von vorne. Für alle Einsteiger, die die Mobilisation eben nicht mitbringen, die können das Ganze etwas lockerer gestalten, indem sie die Füße nicht berühren müssen. Ansonsten einfach locker hängen lassen, dann nach oben gehen und versuchen trotzdem, den Stretch möglichst intensiv zu gestalten. Da würde ich sagen, starten wir rein in den Sumo Squat. Heute auch wieder 30 Sekunden, aber alles nur einmal bis zum Ende durch. Dann machen wir uns fertig und starten in 3, 2, 1 und auf geht's mit dem Sumo Squat. Schön langsam. Es ist heute etwas entspannend. Wir arbeiten an der Mobilisation. Sehr schön. Möglichst die Beine strecken, dass der Stretch auch richtig schön intensiv wird. Sehr schön. Und dann wird es auch irgendwann was mit dem richtig schönen tiefen Squat. Super. Hüfte schön nach außen schieben, beziehungsweise die Knie schön nach außen schieben, die Hüfte öffnen. Und dann sind wir auch schon durch. Kurz locker machen. Dann gehen wir zum Gesäß. Ja, da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten. Die Thea macht das Ganze auf dem Boden. Die Caro geht dafür zum Stuhl. Das ist schon die, sage ich mal, etwas schwierigere Variante. Dazu gehen wir zum Boden runter. Platzieren erstmal ein Knie auf dem Boden, versuchen dann den Fuß nach vorne zu bringen, ungefähr in einen 90-Grad-Winkel, Oberkörper schön aufrecht, das hintere Bein ist lang gestreckt, dann versuchen wir uns langsam noch nach vorne zu beugen und den Stretch somit zu intensivieren. Und die Caro macht das Ganze sitzend, auf einem wahlweise auf einem Bürostuhl, auf einem normalen Stuhl, Bein überschlagen, schön gerade und dann auch intensivieren, indem wir unser Oberkörper langsam nach vorne lehnen. Würde ich sagen, starten wir rein in den Gesäßstretch in 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön. Schön tief ein- und ausatmen. Entspannt euch. Versucht den Stretch über die Dauer zu intensivieren. Keine wippenden Bewegungen. Natürlich dürft ihr immer mal wieder raus und noch mal rein. Aber nicht, wie man das auch von früher kennt, da die Dehnung immer wieder mit wippenden Bewegungen zu intensivieren und zu lockern. Und Wechsel. Kurz durchatmen, wir wechseln die Seite. Und dann starten wir nochmal rein. In 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön. Oberkörper möglichst aufrecht. Hier nochmal Brust raus. Sehr gut. Super. Fuß hinten gerne locker ablegen, Knie auflegen. Und wem das zu intensiv ist mit diesem 90-Grad-Winkel, hat natürlich die Möglichkeit, den Winkel noch zu verkleinern. Dann wird es auch noch mal etwas angenehmer. Die letzten 3 Sekunden und gut. Locker machen. Dann kommen wir zur Oberschenkelrückseite. Auch da nochmal Variante liegend bei der Thea. Stehend in dem Fall am Stuhl bei der Caro. Die Thea macht folgendes, zieht ein Bein erstmal hoch, umfasst es im Bereich der Kniekehle. Und dann können wir das Ganze noch intensivieren, indem wir einmal das Bein möglichst strecken und zum anderen langsam hochklettern,
im Optimalfall bis zur Fußsohle. Ja? Und die andere Variante, ihr stellt euch etwas mehr als einen guten Schritt vom Stuhl weg, legt euch nach vorne, so weit ihr könnt. Da haben wir auch eine schöne Mobilisation im Bereich der Schulter und auch der Brust. Und dann könnt ihr immer wahlweise erstmal ein Bein möglichst strecken, dass die Dehnung hinten ordentlich zu spüren ist. Und dann wechseln wir nach 30 Sekunden mit dem anderen Bein. Würde ich sagen, legen wir los, machen uns bereit und starten in 3, 2, 1. Let's go. Sehr schön. Gerade bei der Variante könnt ihr auch ein bisschen noch spielen mit der Intensität, indem ihr bewusst mal die Zehenspitze anzieht. Dann zieht es eher noch ein Stückchen mehr in Richtung Wade. Oder wenn ihr locker lasst, ist es eben mehr im Oberschenkel auf der Rückseite zu spielen. Sehr gut. Schön entspannen. Tief durchatmen. Noch 3 Sekunden. 2, 1. Und Wechsel. Wir machen uns bereit und starten wieder rein in 3, 2, 1. Auf geht's. Super. Hier auch spielt mit der Mobilisation. Das heißt, auch darauf achten, wenn ihr Schulterprobleme habt, sucht euch vielleicht eine etwas breitere Möglichkeit, weil je breiter wir hier nach außen gehen und nicht zu spitz, desto angenehmer ist es vor allem dann, wenn man Probleme im Bereich der Schulter hat. Aber auch so oder so ist es eine tolle Übung, um den Schultergürtel etwas mehr zu öffnen und zu lockern. Sehr schön. Und auch hier bei der Übung, wenn ihr im Bereich Nacken Probleme habt, dürft ihr den Kopf auch gerne ab. Und wir sind auch schon fertig. Kurz durchatmen, dann kommen wir zur Hüfte. Die eine Übung oder beide dürftet ihr vielleicht sogar schon kennen. Wir haben eine sitzende bzw. eine kniende Variante und eine stehende Variante. Bei der knienden Variante knien wir mit einem Bein, schauen darauf, dass das Knie etwas hinter der Hüfte ist und spätestens, wenn wir jetzt den Oberkörper nach vorne schieben, intensivieren wir den Stretch, heben gerne noch den Arm hoch und legen uns langsam nach hinten und zur Seite. Stehend sieht das genauso aus, nur dass wir da in der stehenden Variante sind, gerne den Schritt noch etwas vergrößern, Caro. Genau, ansonsten Fuß hinter Hüfte, Po vorschieben, also Hüfte anspannen, Po vorschieben, Arm hoch, zurück und zur Seite. Starten wir rein, machen uns fertig und legen los in 3, 2, 1, auf geht's. Super. Schön die Bauchspannung halten, damit ihr nicht einfach lose im Hohlkreuz nach hinten liegt. Schön die Spannung halten, zurücklegen und auch den Arm möglichst zurück. Super. Kopf gerade in Verlängerung zur Wirbelsäule und dann haben wir noch 10 Sekunden vor uns. Sehr schön. Hinteres Bein in der stehenden Variante schön durchgestreckt lassen. 2, 1 und Seitenwechsel. Kurz entspannen, wir wechseln, machen uns nochmal bereit. Jawohl. Und machen weiter. 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön. Und die Rücklage nur noch mal kurz zur Erklärung. Durch die reine Übung haben wir einen schönen Stretch im Bereich der Hüfte, also auch hier schön zu erkennen in dem vorderen Bereich. Und durch die Rücklage intensivieren wir diesen Stretch über den Hüftbeuger etwas, indem wir uns nach hinten legen und noch etwas zur Seite, dass dieser schön in Spannung ist. Und dadurch kann es auch gut vorkommen, dass die Spannung bis hoch zur Bauchdecke zieht. Und gut. Locker machen. Dann kommen wir zur Oberschenkelvorderseite. Dazu stellen wir uns hin. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben uns dazu entschieden, die stehende Variante durchzuführen. Ihr dürft euch gerne irgendwo festhalten, wenn ihr Probleme mit dem Gleichgewicht habt. Wand, Stuhl, was auch immer. Ansonsten für alle anderen sucht euch einen festen Punkt, wahlweise auf dem Boden. Zieht die Oberschenkel an bzw. greift den Spann. Versucht das Knie oder die Knie zusammenzuführen, Bauchspannung, Po-Spannung, Hüfte vorschieben und dann halten. Sehr schön. Tief ein- und ausatmen und dann starten wir auch direkt rein. Sehr gut. Also Spannung sollte definitiv im Oberschenkel zu spüren sein. Hier nochmal durch die Spannung einfach, durch die zusätzliche Spannung, indem wir den Po anspannen, die Hüfte vorschieben,
zieht es auch noch mal rein, optimal bis zur Hüfte. Noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und gut. Kurz locker machen, wir wechseln direkt die Seite und starten wieder rein. 3, 2, 1, auf geht's. Atmet tief durch, nutzt die Möglichkeit, an eurer Atmung zu arbeiten. Möglichst tief durch die Nase ein, kurz halten und durch den Mund wieder aus. Kurz halten und wieder von vorne. Und gut. Locker machen. Und dann kommen wir zur Hüfte. Wir machen eine Hüftmobilisation. Manche kennen es auch unter dem Namen Z-Sitz. Ja. Wir sitzen uns dafür auf dem Boden, platzieren die Hände gestreckt hinter unserem Körper, dass wir trotzdem noch aufrecht sitzen können. Stellen die Füße so auf, dass wir ungefähr einen 90-Grad-Winkel in der Kniekehle haben und drehen dann langsam die Hüfte bzw. die Knie in die eine Seite, versuchen den Boden zu berühren und wechseln dann zur anderen Seite. Oberkörper immer schön aufrecht halten und dann würde ich sagen, starten wir rein. Jeder schön langsam für sich, 30 Sekunden ab jetzt. So. Sehr schön. Auch die Übung super. Wenn ihr viel sitzt, insgesamt sehr steif seid, aber auch im Bereich der Hüfte vielleicht das eine oder andere Problem habt, gerne die Übung einbauen, auch in den täglichen Abend, abends kurz vor die Couch setzen, das Ganze mal eine gute Minute, 30 Sekunden machen, und dann ist eure Hüfte schön mobil oder wird es. Und wir sind durch. Ganz locker machen, dann kommen wir zu einem weiteren Stretch im Bereich der Gesäßmuskulatur, aber auch Mobilisation im Bereich des unteren Rückens. Dazu legen wir uns flach auf den Boden, strecken gerne die Arme nach rechts und links aus, ziehen ein Bein unserer Wahl nach oben, in dem Fall ist es rechts, umfassen dann mit der linken Hand die äußere Seite des Knies, drehen uns langsam entgegengesetzt in die Richtung. Der Blick geht zum gestreckten Arm. In dem Fall möchte der Arm auf dem Boden bleiben. Das Knie oder der Fuß möchte zum Boden. Das heißt, wir setzen das Ganze entgegengesetzt unter Druck, ohne dass der Arm jedoch abhebt. Das heißt, es kommt natürlich auch auf eure Mobilisation an. Ja? Dann würde ich sagen, starten wir rein in 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön. Kurz zur Übung, im Optimalfall, also es kann auch gerne mal krachen im unteren Bereich des Rückens, da springt oftmals der ein oder andere Wirbel auch noch mal rein. Spüren solltet ihr es im Optimalfall im Bereich des Gesäßes und je nachdem hochziehend in den unteren Rücken. Ja, und gerade wenn es auch in den unteren Rücken zieht, in den Muskel, ist es auch oftmals ein Anzeichen dafür, dass dieser auch verspannt, verklebt, da spricht man ja auch oftmals von Faszien oder sonstigem, und das ist eine super Übung dafür. Wir sind durch, wechseln die Seite, das heißt, anderes Bein hoch, umfassen, drehen, Blick geht zum gestreckten Arm und wir versuchen schönen Druck in beide Richtungen auszuüben und legen los. Sehr schön. Denkt an eure Atmung, nutzt die Möglichkeit, wirklich mal bewusst tief ein- und auszuatmen. Wir haben noch 8 Sekunden vor uns. Und gut. Locker machen. Wir gehen nochmal zur Hüfte. Wird auch oftmals Hüftöffner genannt. Dazu kommen wir in eine kniende Position. Ich mache es euch mal von vorne vor. Das heißt, wir gehen nochmal in eine ähnliche Position. Bedeutet, wir platzieren einen Fuß vor uns. Das Knie bleibt auf dem Boden. Dann können wir das hintere Knie gerne hochheben, dass wir auch eine schöne Spannung auch schon wieder in der Hüfte haben.
Und von dort aus versuchen wir mit dem Ellenbogen den Boden zu berühren, soweit ihr könnt. Ihr müsst es natürlich nicht schaffen. Dann drehen wir uns hoch, öffnen, der Blick ist immer bei der Hand. Drehen uns so weit, es geht raus und wieder von vorne. Ja, jeder für sich in seinem Tempo. Ist euch das zu anstrengend, könnt ihr das Knie gerne auf den Boden absetzen und auch da mit dem Winkel arbeiten, indem ihr das Knie beispielsweise langsam näher ranzieht, damit die Spannung nicht zu groß im Bereich der Hüfte ist. Okay? Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. Es kommt nicht auf die Wiederholungen an. Lasst euch Zeit. Schön atmen. Und das ist kein Problem, wenn ihr den Boden nicht berühren könnt. Das wird von Mal zu Mal besser. Geht so tief wie es geht, einfach in Richtung Boden mit dem Ellenbogen. Und auch die Drehung nach außen sehr wichtig, soweit ihr könnt. Blick geht immer mit der Hand. Und dann sind wir auch schon durch mit der ersten Seite. Wechseln. Wir machen uns bereit. Und legen los in 3, 2, 1, auf geht's. Sehr schön. Beim vorderen Bein darauf achten, dass es ungefähr die 90 Grad hält in der Kniekehle. 15 Sekunden noch. Sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Wir stehen langsam auf und kommen zur letzten Übung für heute. Manche werden es schon kennen. Wir beschäftigen uns jetzt noch kurz mit dem Nacken, stellen uns dafür locker hin. Gerade dann legen wir den Kopf erstmal so weit es geht in eine Richtung. Wir dürfen das Ganze auch gerne nochmal verstärken, aber zuvor auch daran denken, dass die entgegengesetzte Schulter möglichst tief nach unten zieht. Dadurch erhöht sich diese Spannung erst. Dann können, müssen wir nicht, das Ganze noch etwas erhöhen. Dann habt ihr die Möglichkeit, das statisch zu halten oder den Kopf noch zu drehen. Bedeutet, langsam, soweit es geht, nach rechts zu drehen. Der Blick geht dann zum Boden und wieder zurück. Und dadurch variiert der Stretch im Bereich des Nackens etwas und ihr erreicht einfach einen größeren Teil der Muskulatur. Sucht euch eine Variante aus, macht euch fertig, dann starten wir in 3, 2, 1, auf geht's. Sehr gut. Auch gerade eine super Übung, wenn ihr sowieso öfters mal unter Verspannungen im Bereich des Nackens leidet, könnt ihr das sehr gerne täglich oder alle 2 Tage, alle 3 Tage, je nachdem wie oft ihr es einbauen könnt, machen. Das ist eine super Übung. Schön halten. Wir sind in den letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und kurz auflockern. Dann gehen wir in die nächste Seite. Wir machen uns bereit und starten in 3, 2, 1. Auf geht's. Sehr schön. Schulter schön tief. Stellt euch einfach vor, ihr wollt mit der Hand den Boden berühren, schön nach unten ziehen, Stretch schön intensivieren, dann wahlweise halten oder eben aktiv mit der Kopfdrehung arbeiten. Die letzten 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. So, wir sind fertig für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch noch einen tollen Tag und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.